Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Europa Universalis 4 mit zurzeit Köln. Ja, wir sind hier wieder drin im Spiel und warten darauf, dass wir hier unsere Aufgabe erfüllen. Die brauchen wir 100%. Ich habe schon ein bisschen weiterlaufen lassen. Wir haben hier 50% ungefähr zusammen. Ne, sind sogar schon 60%, dass wir das als Kernprovinz haben. Und da ist die Aufgabe durch. Stoppen wir mal gerade. Da haben wir jetzt jährlichen Papsteinfluss plus 0,5 bekommen und suchen uns eine neue Aufgabe. Okay, da müssen wir Reserven Rekruten ergänzen. Was ist das Ziel? Soldatenzahl mindestens 90% müssen wir nehmen. Oder nehmen wir. So, alles okay. Und hier sind dann 11.250 gefragt. Ja, das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Weiß ich gar nicht, ob wir es schaffen. Vielleicht verkämpfen wir vorher, dann ist es nämlich, glaube ich, wieder hinfällig. Gut, okay, dann warten wir es mal ab. Und ja, lassen wir weiterlaufen. Ja, ein Ruf zu den Waffen. Das Land Magdeburg, euer treuer Verbündeter, fordert Unterstützung im magdeburgischen Eroberung von Braunschweig gegen Braunschweig, Frankfurt, Lüneburg und Lüttich. Das ist ein Angriffskrieg. Braunschweig ist liiert mit Frankfurt, Lüneburg und Lüttich. Tja, das würde uns natürlich Prestige bringen. Die Frankfurter sind schon da oben. Sachsen ist da auch mit bei, oder wie sehe ich das? Aber die sind nicht in diesem Krieg dabei, oder? Ja, da müssen wir jetzt nochmal erstmal gucken, wie der Stand der Dinge insgesamt ist. Braunschweig ist hier. Die haben da 9 Leute. Das ist natürlich schon ziemlich viel. Frankfurt. Ach, warte mal. Frankfurt ist an der Seite von Magdeburg, ne? Und Sachsen auch. So sieht's aus. Unterstützung. Gegen Braunschweig, Frankfurt, Lüneburg. Ach nee, die sind gegeneinander am Kämpfen. Die Frankfurter sind hier mit 4 Leuten. Und Magdeburg ist da. Wo sind denn die Sachsen? Die müssen wohl die Magdeburger unterstützen. Ja. Magdeburger haben so circa 5.000 da und 10.000 sind von den Sachsen. Das heißt, das ist eigentlich ein ziemlich fortschritthafter Wir unterstützen die mal. Jetzt ist natürlich unser Ding ins Hände. Sag schon, unsere Aufgabe eigentlich hin, ne? Ja. Das ist dann fehlgeschlagen. Wir machen noch eine Pause rein. Hier ist irgendwie was wir noch machen können. Wir können noch einen kostenlosen. Ja, dann machen wir das dann, ne? Oh, der ist gar nicht mal so schlecht. Der ist besser wie der hier auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, nehmen wir das erstmal hier in unsere Truppen rein. Und wir sind jetzt im Krieg gegen Frankfurt, Lüneburg und Lüttich. Lüttich ist hier um die Ecke. Und die sind auch schon auf dem Weg, oder wie sehe ich das? Und das hier ist Lüttich mit 8 Personen. Ich glaube, wir ziehen mal einfach. Wer ist das hier? Lüneburg? Lauenburg. Wir fahren mal dahin, genau. Das ist eine gute Idee zu fahren. Okay, Militärbündnis bei. Wo sind sie denn weg, ne? So. Magdeburg verzieht sich, weil da zu viele sind. Okay. Warte mal, dann gehen wir zu den Magdeburgern hin. Gucken erstmal, was die machen, ne? Magdeburg und Sachsen hat da oben beim Kampf verloren. Okay. Okay, die Nassauer sind böse gegen uns.
Die laufen jetzt da lang. Dann laufen wir da mal hinterher. Die Sachsen bleiben stehen. Ne, die sind auch fortlaufend. Da ist irgendwas passiert. Da müssen wir anhalten. Verehrung der Jungfrau Maria. Katholizismus erhalten minus, ne, plus 1. Reformbegehren. Erhalte 2 Papsteinfluss. Vatikans Meinung. Geht um 20 runter. Ja, ist eigentlich ziemlich egal, was wir da machen, ne? Wir nehmen das obere mal. Und hier. Ach so, den müssen wir mal. Ja, die. Der braucht dann nicht mehr hin, ne? Den können wir da mal wegnehmen auch. Das war jetzt nicht so eine tolle Idee, dass der noch da ist. So, wir ziehen auf jeden Fall mit unseren Truppen hinterher. Das ist wer? Ein Sachse. Die ziehen jetzt noch hier, komisch. Das ist ein Braunschweiger. Braunschweiger. Ja. Und die ziehen jetzt hier runter, ne? Dann müssen wir denen folgen, um denen zu helfen. Müssen ja da auch erfolgreich sein, ne? Ah, die Provinz Berg ist jetzt Teil unseres Reiches. Sieht gerade nicht so gut aus. Jetzt kommen die Frankfurter noch mit einem nach und da haben wir verloren. Okay, das ist kein toller Krieg, den wir da gerade führen. Warte mal, hier oben ist noch was zum Ausbauen. Tempel. Den machen wir natürlich auch. Okay. Wir können nun einen Tempel bauen. Da können wir auch was machen. Ja. Zwanziger Einkommen. Ja, das ist schon wirklich so, dass wir das vielleicht hier machen sollten, ne? Wir haben aber nicht mehr so viel Geld, dass es noch gehen würde. Also, weiter geht's, oder? Laufen lassen. Truppen müssen sich dann auch wieder auffüllen. Haben wir große Verluste erlitten. Die sind schon besetzt. Die auch. Da gibt's eine neue Nachricht. Münster möchte Militärzugang, den akzeptieren wir mal gerade. Das ist ja ein politischer Konflikt. Ich gucke jetzt nur, was hier ist. Wir verlieren 25% lokaler Autonomie im Berg. Die lokalen Unruhen steigen, erhalten 10 Hingabe. Hingabe können wir nur 5 gebrauchen, dann nehmen wir das andere und lassen weiterlaufen. Gut. Natürlich 13 Truppen, 14 Truppen, die ja von Lüneburg, Braunschweig und Frankfurt sind, ne? Paderborn wird von Lüneburg besetzt, okay. Ja, da müssen wir mal schnell weg, ne? Oder? Ja, zu spät. Kommt auch keiner mehr zu Hilfe, glaube ich. Wieder verloren. Da sind noch 2 sächsische Einheiten. Bis hinten ins letzten Sachsenzipfel geht's. Minus 47 ist es da unten schon, ne? Berg ist besetzt. Den werden wir vielleicht sogar noch verlieren, ne? Befreien wir hier erstmal Thüringen, oder? Wo laufen jetzt die Lüttiche ein? Zu uns. Und wir sind da noch drin, oder? Nee. Ja, ich würde gerne folgen, aber das ist nicht gut. Gehen wir auch hinterher, bevor wir da verlieren. Und befreien erstmal Paderborn.
Hoffentlich klappt das soweit. Boah, 17 Einheiten in Köln. Braunschweig, Frankfurt, Lüneburg. Krass. Ja. Ja, dann laufen die. Guck mal, wo sie langlaufen. Laufen wir da oben hin und befreien Magdeburg. Krieg steht schlecht bei minus 53%, ne? Wir hätten Lüttich nehmen sollen. Aber ich weiß nicht, ob die nachgekommen wären. Ich glaube nicht. Da unterstützen wir mal schnell. Oh, da kommen die anderen schon. Ich glaube, das wird nichts. Dafür ist das jetzt hier befreit. Warte mal, das ist Österreich. Wir haben über... Okay, dann... jetzt habe ich den beibehalten. Das wollte ich nicht. Okay, den... Und das verlieren wir, ne? Oder? Nee, doch, wirklich, die andere Seite war nämlich 22, passt schon. Na, da kommen wir ganz schwach raus, ne? Köln. Unsere Verbesserung da ist nix, ne? Frankfurt besetzt gerade wieder Paderborn. Da ist Lüttich, Lüneburg und Braunschweig mit reichlich Armeen. Ah, Provinz weg. Der Krieg geht ganz schlecht aus. Einheiten. Habt ihr das gesehen? Jetzt müssen wir erst Pause machen. Also hier hatte ich schon mal, glaube ich, gesagt, machen wir das erste, ne? Prestige dazu, ist immer schön. Und hier... Okay, der ist da. Von dann... Nachfolge ist gesichert. Magdeburg, okay, da sind ein paar Einheiten, die jetzt zu uns kommen, oder wie sehe ich das? Ne, die ziehen raus. Ach, warte mal, hat es einen Frieden gegeben? Es hat einen Frieden gegeben, okay. Rebellen, wo sind die denn? Die Heretiker. Also... Wir gehen mit der Truppe nach Berg. Sieht nicht gut aus mit einer Einheit, aber besser wie gar keine da drin, ne? Gut, dann müssen wir uns mal erholen. Ich hoffe, das klappt überhaupt. Müssen wir schauen, ne? Wir müssen unsere Diplomaten einsetzen, das ist wichtig, ne? Wie sieht das denn hier jetzt aus? Die haben sowieso die Österreicher dabei. Dann können wir auch da die Beziehung verbessern, ne? Burgund senden. Lüttich. Können wir auch die Beziehung mal verbessern. Dann schauen wir weiter. Ja, haben wir eine neue... Mission bekommen. Rivale unseres Rivalen ist dann Magdeburg über Köln. Deswegen in Magdeburg müssen wir dann verbessern. Dann müssen wir da einen Diplomaten hinschicken. Können wir jetzt gerade nicht, weil ja welche hier unterwegs sind. Dann nehmen wir den aus Brabant, ziehen den ab. Und setzen den dann in Magdeburg ein und machen das da. Weiter geht's. Zurückgelassene Familien. Okay, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Nationalsteuermodifikator minus 15. Jetzt sind Modifikator nationaler Soldatenzahl minus 20. Und nationale Unruhen plus 2. Ich glaube, ich nehme dies. Andere ist jetzt nicht so prickelnd.
Besuchswilligter Gestalten. Auf dem Hof haben wir Gesellen dazu gekriegt und da haben wir ein super Angebot. Spionageoffensive plus 10 oder das andere erhalte 5 Prestige. Ja, wir nehmen Prestige. Zu hohe Steuern. Ja. Revoltenrisiko in Köln ist plus 5, oder? Ja, machen wir das obere. Die große Feder. Lokale Unruhen plus 5. Rebellisches Volk haben wir dann. Oder verlieren 10 Hingabe. 90, dann nehmen wir die Hingabe. Wir können was bauen. Das werden wir dann auch tun. Das macht Sinn. 10, 6. Was ist das hier? Kostet das uns so viel? Jawohl. Machen wir hier weiter. Ja, da haben wir jetzt die erste Revolte. Die klevischen Nationalisten, nenne ich sie mal Klevian Nationalisten. Ja, hört sich komisch an, den Berg erhoben. Und die sind mehr wie wir, das ist nicht gut für uns. Da gehen wir nämlich diesmal unter. Dass die 8 Truppen haben, hätte ich auch nicht gedacht. Das sieht nicht gut aus. Wir haben da verloren. Tja, das sieht so aus, als ob wir das Land verlieren könnten, ne? Ja, aber ich würde mal sagen, für die Runde soll das erst reichen. Und dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Tschüss.